Ja, servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder reinschaut. Es ist ja so furchtbar alles, da kann man nur eines mit den Kindern entweder in den Berg weg oder in eine Höhle gehen oder ihr spielt mit denen am Wasser. Ja, und was bietet sich da mehr an, als dass ihr mit den Kindern ein Schiff schnitzt? Und sonst werden wir jetzt bauen ein Segelboot, und zwar bis in Polynesien zum Einsatz kommt. Dazu brauchen wir einen dicken Ast, ein Stück Restpapier und dünnere Äste. Ja, und schon ist mein Segel weg. Ja, und natürlich ein Taschenmesser, da hätten wir ganz was Edles, Altes, mit einem richtigen Hirschhorngriff. So, als erstes schnitzen wir jetzt mal die Form von unserem Schiff. Das ist klar, wie es eben so ein polynesisch, so ein süßes Schiff ausschaut. Das rundet jetzt hinten erstmal ab. So, oben flache ich das Ganze ein bisschen ab, ihr seht es selber. Da ist wichtig, immer vom Körper wegziehen. Und ich sehe schon, weil das selten scharfe Klinge. Also altes Messer, aber wirklich sehr gut. So. Also ihr seht jetzt gleich schon mal, ein Teil vom Rumpf ist jetzt schon mal fertig. Seht ihr das? Ein Teil vom Rumpf ist jetzt eigentlich schon so gut wie fix und fertig von unserem polynesischen Segelboot. So, dann werden wir das Deck noch ein bisschen abflachen. Ihr seht schon, jetzt den Unterschied. Hier haben wir das und davon müssen wir noch den Rumpf weiter bearbeiten. So, da spitzen wir jetzt das Ganze ein bisschen zu, damit unser Boot auch schön durch das Wasser fahren kann. So, schaut mal her, unser Rumpf ist eigentlich so gut wie fertig. Die Streber unter uns, die können das Ganze jetzt innen ausholen. So, bevor wir jetzt aber in Mast setzen, haben wir gesagt, wir machen ein Boot mit Auslegern. Das heißt, wir müssen jetzt mal die Ausleger herrichten. Die müssen gleich lang sein. Dazu schneide ich jetzt hier zwei gleich lange Stücke ab. So, das wären unsere Ausleger, und beim Masten, das würde in den Zwischenteil der Bank reinfallen. Das spitze ich jetzt beide Seiten gut an, wie einen Stift. Kommt euch ein bisschen näher, schaut ein bisschen her. So, seht ihr das? So müsst ihr es anspitzen. Die beiden Ausleger werden das. So, bitteschön, ein Ausleger. Und da kommt gleich der zweite. So, auch gut angespitzt. Und hier kommt unser zweiter Ausleger. Bitte schön. So schauen die jetzt aus, dass unser Boot während der Fahrt nicht kippeln kann. So, jetzt machen wir nur die beiden seitlichen Auftriebskörper ran. Die sollten auch wieder gleich lang sein. Eins. Und zwei. So. Bitte schön. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch alles zusammensetzen. Mehr brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir bohren jetzt hier mal ein Loch rein und daneben gleich noch mal eins. Natürlich mit den Fingern gut aufpassen. Genauso auf der gegenüberliegenden Seite. So, und schaut her, hier auch noch. So, da kommen jetzt unsere Ausleger rein. Wir montieren das, wie gesagt, jetzt nur noch ganz lustig zusammen. So, senken wir ihn ein bisschen ab. Den Ausleger hier korrigieren wir auch noch mal ein bisschen. Seht ihr das? Und dann liegt nämlich unser Bootadel schön stabil im Wasser, wobei ich den Ausleger vielleicht noch ein bisschen tiefer verlege. So, genau, jetzt gefällt mir die Sache schon besser. So. Da kommt der andere rein.
Bitteschön. So, jetzt bohren wir hier noch. Stecken den das rein. Der ist uns auseinandergegangen, auch nicht schlimm. Dann nehmen wir einfach die Hälfte davon her. Tut es ja genauso. Ja, scheinbar sehr, sehr trockenes Holz erwischt bei dem Sommer, ja kein Wunder. Also schaut her, seht ihr es? Ja, den müssen wir ein bisschen korrigieren. So, jetzt ein bisschen besser draufstecken. So, schon gefällt einmal. Und dann bohren wir hier nochmal ein Loch rein. Ja, das ist auch gesplittert. Das ist halt nicht so ganz unser Holz. Nicht so schlimm, machen wir schon einen zweiten. So, das ist jetzt hoffentlich ein bisschen stabiler, das Holz. Gut, auch hier wieder in die Mitte ein Loch. Ja, also heute hat es uns aber, oder? Obwohl, nein, nehmen wir das her. Wir haben ja auch noch von anderen Holz was über, das splittert nicht so leicht. Ja. So. Dann bauen wir jetzt auch nochmal ein, machen wir auch nochmal ein Loch rein. Das flachen wir hier noch ein bisschen ab. So, jetzt schaut's her. Endlich haben wir den zweiten Ausleger. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass das halt noch funktioniert in dem Leben. Den müssen wir nochmal ein bisschen besser einbauen. So, da. Einbauen das Ganze. Jetzt schaut doch das Ganze gut aus. Und ganz zum Schluss, meine Lieben, setzen wir erst den Mast hin. Den setzen wir gleich mittig. Klar. So, nochmal angespitzt das Ganze. So. Jetzt schaut das Ganze schon eher aus wie ein Boot. Dann schneiden wir da noch Löcher rein und spießen das Ganze hier auf. So, fertig ist unser polynesisches Segelboot. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ans Wasser. Wichtig ist jetzt auch, ihr seht es, wenn ihr das Messer nicht mehr braucht, sofort zuklappen. Und weg damit, und es besteht keine Gefahr mehr. Gehen wir mal ans Wasser. Ja. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, ob unser polynesisches Boot auch wirklich schwimmt und schön im Wasser liegt. Schaut mal an, wie toll das im Wasser liegt, wie schön das mit den Wellen mitgeht. Das ist doch ein Traum, oder? Ja. Ja, liebe Kinder, Dora, wir sind fertig mit unserer tollen Bastelei am Wasser. Ihr seht selber, es schwimmt richtig, richtig schön, unser polynesisches Boot. Weitere tolle Bastelideen von drinnen und draußen fürs Wasser. Für zu Hause, für einen Kindergeburtstag, für eine Schnitzeljagd findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne seinen YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, pfiat, servus, euer Olli.